Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play The Evil Within. Da hinten ist er. Den müssen wir dann noch runterkriegen. Irgendwie diese komische Box, die da oben ist. Die da hängt. Und dann können wir in den Turm rein. Weil wir von da eine super Aussicht haben, hat Joseph gesagt. Und deshalb machen wir das. Und ja. Falls uns gleich wieder was im Kopf steckt, ist das nicht so schlimm. Obwohl, wartet mal, wir könnten nochmal eine Spritze gebrauchen. Das wäre ganz cool. Sollten wir jetzt hier hoch, um den da vielleicht irgendwie rauszulocken. Wir müssen den irgendwie dazu bringen, dass er auf uns schießt. Nur dann macht er die Luke auf. Und irgendwer oder irgendwas hat uns gerade schon wieder gesehen. Okay, Joseph ist wieder da. Wir sind offensichtlich an der richtigen Stelle. Oder auch nicht. Weil die Luke geht nämlich nicht auf. Was sind denn das für komische Geräusche hier? Oh, Munition. Wie wunderbar. Ah, da hinten, da schmeißt einer. Glaubst du, ich sehe dich nicht? Mein Freund, nicht nochmal, ja? Ah, Joseph hat's drauf mit dem Beil. Okay, hier müsste er doch eigentlich... Ja, jetzt ist die Luke aufgegangen. Gut, dann wollen wir mal Posten beziehen. Das Risiko ist jetzt natürlich, wenn wir uns genau dahin stellen, dass wir dann getroffen werden. Ist... ungünstig, ungünstig hier. Er macht so die Luke nicht auf, erst wenn wir da stehen. Die Tür ist schon wieder offen. Shit, ich... Ach, Mann. Okay. Wo ist denn das Ding jetzt hin? Da ist es. Bitte. Nein, das kann doch nicht sein. Oh. Mann. Ach, bitte nicht. Oh, das ärgert mich. Das ärgert mich jetzt richtig, ey. Oh. Verdammt. Oh. Das gibt's nicht. Jetzt können wir den ganzen Scheiß normal machen. Okay. Nützt nichts. Können wir jetzt nicht ändern. Oh, der war total daneben. Okay, dann müssen wir jetzt aufs nächste Mal warten. Okay, den haben wir. Wir haben keine Chance, ohne die übrigen Geschütze auszuschalten. Was macht der da? Ich glaube, das ist was, was uns nicht so gefällt. Oh. Okay, wir wechseln nochmal ganz kurz wieder die Waffe. Da müssen wir jetzt durch. Das nützt jetzt nichts. Achso, wir haben ja gar keine Munition im Moment, glaube ich, oder? Ne, haben wir nicht. Wir haben gar nichts. Gar nichts im Moment da. Okay, nützt alles nichts. Dann gucken wir mal, ob wir irgendwo noch was finden. Ja, du kannst mich mal... Lass mir in Ruhe hier. Alter, das gibt's doch gar nicht. Wie viel zieht der eine? Joseph, du könntest eventuell ganz kurz nur mal mir helfen, weil ansonsten fangen wir gleich nochmal an. Ja. Ich weiß gar nicht, warum Joseph jetzt gerade nichts gemacht hat. Er steht da unten. Bist du okay? Schön. Dann gehe ich wieder die Treppen hoch. Jo. Machen wir so. Mann, ey. Das kann nicht sein, ey. Das... Ne. Vor allem, ich habe ihn getroffen. Warum kommt da denn der blöde Safe Point nicht zu... Oh, das ärgert mich richtig. Warum kommt da kein Save Point, wenn ich den getroffen habe?
ausschalten, bevor wir rein können. Ja, da ist eine Blume vor. Jetzt können wir durch, ohne aufgeschmissen zu werden. Wir haben keine Chance, ohne die übrigen Geschütze auszuschalten. Ja, 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 ja. So, und ich soll A halten, um irgendwas zu sehen. Das ist aber schon passiert, da wo er wieder den Hebel gezogen hat, um uns zu ärgern. So, wir bleiben jetzt hier oben stehen, um Joseph die Möglichkeit zu geben, sich zu beweisen. Oh! Joseph, hilf! Ich brauche nämlich Munition. Aber das nehme ich auch ganz gerne mit. Ich glaube, da fiel relativ viel ab. Joseph. Joseph, da ist noch einer. Und da kommt der nächste. Und dann nehmen wir uns mal die Fackel. Und die Munition hier. Dann ist da, glaube ich, erstmal nichts weiter. Da oben kommt noch einer. Ach, Mist. Joseph, wir müssen uns mal besser absprechen. Das funktioniert so nicht. Gut. Ach so. Munition. Ich sollte vielleicht noch mal ganz kurz die Waffe wechseln. Und die auch mal nachladen. Das ist mein Frieden, ey. Ich hab schlechte Laune. Anzünden. Munition alle. Oh, nicht schon wieder. Joseph. Langsam reicht mir das. So. Okay, wir konnten, glaube ich, eine Granate werfen. An der Stelle war das sinnvoll. Um die Dicken außer Gefecht zu setzen. So, da muss man, glaube ich, gucken, weil von hier aus hat sich auch eine Luke geöffnet. Ist allerdings nicht mehr welche das war, die da sind. Oh Mann. So. Oh. Auch wieder aufgestanden. Ist nicht so schön. Das hier muss ich jetzt irgendwo noch verstecken. Weiß ich gar nicht mehr. Ach Mann. Kann doch nicht sein, ey. Laufen wir nach hier. Okay. Okay, okay, okay. So, gut. Ernst hier. Ah ja, wenn alle drei ausholen, ne? Ist klar. Joseph, gut, dass du mal nach dem Rechten siehst. Danke, dass du mir so fleißig hilfst. Das sieht noch aus, Alter. So, die Luke, da ist es. Shit, ich treffe ihn nicht. Oh, jetzt aber. Ich habe keine Granaten mehr. Ich habe aber noch die... hab aber, würde ganz gerne ein paar Explosivbolzen haben. Um das Problem da zu lösen. Oh, ich glaube, der ging daneben. Nicht nur Munition rum, ne, eine Spritze, das ist gut. Und noch eine Spritze, das ist noch besser. Okay. Okay, 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 okay. Spritzen.
Geht nicht. Kann ich das jetzt nicht irgendwie nachladen? Das nervt mich immer mit dem, dass ich das nicht nachladen kann oder dass ich zumindest nicht weiß, wie es geht. Nervt mich. So, gut. Wir gehen nochmal nach hier. Weil ich glaube, von hier aus kommen wir auch eine Luke. Und da sollten wir uns beeilen, weil der schießt schon wieder. So, wir verstecken uns hier erstmal. Joseph müsste eigentlich rein theoretisch gleich kommen. Das war ein Schurkensatz mit X. Unten steht auch noch einer. Munition alle. Was? Okay, dann die Schrot. Die ganz super funktioniert gerade. So, den muss ich glaube ich anzünden. Das habe ich mir nämlich gedacht. Okay, dann gehen wir mal wieder auf die schau mal, versuchen mal zu gucken. Das ist die Lücke da. So müsste es eigentlich. Haben wir. Okay. Ganz gut. Ganz gut soweit. Haben wir jetzt noch irgendwas, womit wir schießen könnten? Ja, die Schrot. Falle. Okay, dann können wir den Generator nochmal starten. Und nehmen wir natürlich die Munition mit. Läuft wieder. Eine Sauerei ist das. Langsam mache ich den Dreh da auch raus, glaube ich. Mache hier nicht noch mehr rum. Nicht noch ein Beil rum. Das nehmen wir natürlich mit. Irgendwas hat uns schon wieder gesehen. Das da. Thema erledigt. Gut. So, wir müssen jetzt mal dahin, wo wir. Naja, hier bricht alles zusammen. Jetzt nichts Neues. Da sind die Hebel. Diesmal finde ich die auch schneller. Ich mache jetzt wieder das linke auf. Es könnte sein, dass bei dem rechten nämlich was anderes drin ist, als das, was wir gerne hätten. Was wir gerne hätten, ist natürlich was Schönes. Kiste öffnen. Könnte mir nämlich vorstellen, dass in dem anderen Zombies oder sowas drin sind. Also diese komischen Viecher, die hier so rumlaufen. Den ganzen Tag. Joseph ist wieder da. Joseph, ich heile dich mal ein bisschen. Hast du zwar nicht verdient, aber gut. Ich will mal nicht so sein. Können wir uns jetzt schon wieder eine Spritze reinrammen? Jo, das geht. Okay, wir brauchen eine Waffe. Eine Waffe mit Munition am besten. Nehmen wir mal die. Nachladen. So, wir haben jetzt nur noch den einen Behälter da, diesen einen Container. Ich muss schon mal kurz überlegen, wie hatten wir das vorhin gemacht, bevor wir erschossen wurden. Jetzt glaube ich hier runter. So. Das war ja diese ganz blöde Position. Diese ganz blöde Position. Weil ich da so viel rum, was wir noch gebrauchen könnten. Munition und Schleim. Das nehmen wir alles nochmal mit. So, und jetzt wird es wieder spannend, aber wir sind diesmal besser vorbereitet, glaube ich zumindest. War das das hier? Nein, das war das hier nicht, oder? Nee, das war da hinten, oder? Ich jetzt blöd. Ich dachte, das war da hinten. So, da ist noch eine Falle, die müssen wir natürlich einmal noch entschärfen. Der war knapp.
Der war verdammt knapp. Ist nur der eine hier, glaube ich. Deckung. Oh, das hat dann den eigenen Mann da runtergeholt. Okay, gut, jetzt. Die Klammer. Deckung. Ruhe. Ruhe ist jetzt. Yes. Aber es kommt kein Safe Point. Gut. Jetzt sollten wir eigentlich problemlos zum Turm kommen. Ja, das hoffe ich doch mal, dass wir jetzt problemlos dahin kommen. Hat uns immerhin 2 Folgen gekostet. Es tut mir echt leid, aber das regt mich selber am meisten auf, glaube ich. Kontrollpunkt. Nein, das kann nicht sein. Das ist nicht euer Ernst hier, oder? Das kann nicht euer Ernst sein. Bitte, das kann's nicht sein. Wo kommt denn Kettensägen Klaus wieder her? Das ist doch nicht euer Ernst. Oh, die kann ich automatisch anvisieren. Oh. Joseph. Den kenne ich schon. Kannst du mir bei dem ein bisschen helfen? Weil der ist ein bisschen. Der ist ein ganz anderes Kaliber als die anderen Idioten. Aber wo kommt denn der her? Den haben wir umgebracht. Haben die den geklont oder was? Wir haben keine Explosivbolzen mehr, sehe ich gerade. Wir können es natürlich mit Blendbolzen erstmal probieren. Hier liegt eine Fackel rum. Können wir den anzünden? Ich glaube es zwar nicht, aber... Okay. So, wartet mal ganz kurz. Wir müssen noch mal ganz kurz hier Qualenarmbrust die Explosivbolzen herstellen. Der Hund hat das nicht überlebt jetzt. Jetzt haben wir ihn. Der ist down. Vorsichtig. Das könnte voll mit denen sein. Was? Mit denen? Nee. Der Aufzug steckt oben fest. Suchen wir einen anderen Weg nach oben. Der will auch noch Fahrstuhl fahren. Ich wäre nicht in den Fahrstuhl hier eingestiegen, wenn du nicht weißt, wer da oben an den Seilen hacken kann. Das also hat ihn blockiert. Was denn? Ich freue mich erstmal über Streichhölzer. Irgendwann ist das aber auch mal durch. So, ich höre hier schöne, angenehme Musik. Tagebuch von Sebastian Castellanos, 17. Mai 2006. Vor 8 Monaten haben Myra und ich geheiratet und du, meine kleine Lilly, bist das Ergebnis unserer Liebe. Ich kann es kaum erwarten, dich in 2 Monaten zum ersten Mal zu sehen. Aber ich habe auch Angst. Ich habe in meinem Job so viele Gefahren gemeistert, aber zu wissen, dass ich schon bald Vater werde, macht mir mehr Angst als alles andere. Ich verspreche dir, dass ich dich mit allen Fasern meines Körpers lieben und beschützen werde, solange ich auf dieser Welt bin. Ich werde den neuen Abschnitt meines Lebens genauso beginnen, wie alles Wichtige, was ich tue. Mit ganzem Herzen und der festen Absicht, mein Bestes zu geben. Du sollst wissen, dass deine Mutter und ich dich bereits jetzt über alles lieben und uns unheimlich darauf freuen, dich auf dieser manchmal rauen Welt zu begrüßen. Wartet mal, er hat hier geschrieben, wo war das? Oh. Genau, ich verspreche dir, dass ich dich mit allen Fasern meines Körpers lieben und beschützen werde, solange ich auf dieser Welt bin. Sind wir noch auf dieser Welt
Oder sind wir ganz woanders? Das ist ja eigentlich die Frage. So, und da hat sich wieder der Spiegel geöffnet. Und das ist auch unser Zeichen, dass wir jetzt noch einmal speichern werden. Und dass wir jetzt auch dann Feierabend machen. Genau, wir springen jetzt hier immer zu diesen Bildern. Und wir können es auch noch dann in der nächsten Folge verbessern. Aber wie gesagt, das machen wir dann in der nächsten Folge. Jetzt gehen wir einmal nochmal zu... wir brauchen noch einen Namen für die hier. Tante Helga oder so. Schwester Helga, keine Ahnung. So, dann speichern wir mal einmal hier annehmen. So, zack. Und das war's auch schon wieder. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir mal gerne einen Kommentar da oder einen Daumen. Und dann könnt ihr uns auch noch abonnieren. Dann verpasst ihr keine Folge mehr. Und ich sage mal tschüss, ciao, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Euer David von meinika.de.